und der LZ. Schön, schön. Diesmal vielleicht ohne Einbruch ins Eis? Wir schauen mal. In der Tat, diesmal ohne Einbruch. Setz mal lieber deinen Helm auf, Ryder. Ja, sehr gut. Okay, diesmal ist Jarl mit von der Partie. Ich glaube, das könnte durchaus hilfreich sein, wenn man sich mit Widerstandskämpfern der Angara trifft. Wir wollen ja doch einen guten Eindruck erwecken. Und da kann es nicht schaden, wenn auch jemand dabei ist, der sich mit denen auskennt. Vor allen Dingen sollte er ja eigentlich auch hier hin von der Mission her. Also es wäre ja doof, wenn wir ihn nicht mitnehmen, nicht wahr? So. Können wir eigentlich hier irgendwas scannen? Nö, ne? Ich glaube nicht. Wir sollten schnell aus dem Schneesturm raus, damit mein Computer aufhört, so rumzumucken. Schon besser. Oh, Strahler direkt vor uns. Ich muss mich kurz auftauen lassen. Wir sind fast da. Nach unserer Ankunft müssen wir mit Commander Anjik reden. Hi there. Bitte nicht schießen. Angaranische Widerstandsbasis. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist stabil. Haben Sie die Erlaubnis des Commanders, Sie zur Basis zu bringen? Ja, ich weiß Bescheid. Wir sind gerade unterwegs zu ihr. Oh, was ist denn jetzt los? Das Spiel will nicht mehr. So, schön stabil bleiben, bitte. So, hier ist es wieder kalt. Okay. Ich bleibe hier. Ich gehe wieder an den Strahler. Vor allen Dingen sichere Bedingungen, minus 30 Grad. Das ist auch schön. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Das hast du gut erkannt, Sam. Sie haben ihn immer noch nicht. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Sie ist alleine los und sucht ihn. Lebenserhaltungssysteme sind bei 100%. Sam, halt doch bitte mal die Klappe. Ich will die Gespräche von den Menschen, den Angara hier mitverfolgen. So, gibt's hier irgendwas, das wir scannen können? Achso, die Heizstrahler. Na klar doch. Solarstrahler, wie auch immer. Keine relevanten Daten, bitte? Ah, schon besser. Widerstandskreuzer. So, das heißt, wir können die jetzt alle scannen hier, die Dinger? Und es gibt jedes Mal was, oder nicht so? Keine Ahnung. Wir werden auf jeden Fall so im Vorbeigehen immer mal die Solarstrahler mit scannen. Ich registriere einen erheblichen Temperatursturz. Ist gut, Sam. Ist gut. Treibstoffpumpe, Treibstoffleitungen, Hydraulikkontrolle. Alles Temperaturen gut. Liegen im akzeptablen Bereich. Ich weiß. Ich sagte doch, ich kümmere mich gut um Sie. Kann ich jetzt los? Ich muss erst noch das Triebwerk verbinden. Die Temperaturen liegen unter dem Gefrierpunkt und... Oh, er ist aber anstrengend heute, der Sam. Gut, Commander Hecht, mit dir können wir sprechen. Zurück. Mir ist egal, ob Sie mit Jarl befreundet sind. Dieser Shuttle geht Sie nichts an. Ist das so? Ich würde es gern scannen. Ah, schon besser. Auch wieder ein Widerstandskreuzer einfach nur. Na gut. So viel zum Thema, das geht uns nichts an. Es hat keine Sau interessiert, dass wir das gescannt haben. Die Umgebungstemperatur liegt im normalen Bereich. Okay, hier konnten wir jetzt nichts besprechen. Hier drüben vielleicht jemand? Zu Hause. Geht es deinen Eltern gut? Ja, aber sie machen sich Sorgen um mich. Wann kehrst du nach Haval zurück? Sobald ich das neue Energieraster installiert habe. Kommst du diesmal mit? Nein, ich bin die einzige vernünftige Shuttle-Mechanikerin hier draußen. Sie werden auch ohne dich zurechtkommen. Wir wissen doch beide, dass das nicht stimmt. Wenn du das sagst. Okay, hier drüben gibt's Ausrüstung. Das sieht für mich ganz danach aus, als ob wir dann doch mal in irgendwelche Gefechte verwickelt werden könnten. Brauchen wir natürlich noch nicht. Warum gehe ich da eigentlich hin? Ich weiß es nicht. So, wird's denn hier irgendwann ein bisschen gemütlicher? Nee, ne?
Sieht nicht danach aus. Aber ich liebe dich, Hera. Ich weiß. Wer weiß, wie viel Zeit uns noch bleibt. Ach, die Armen werden getrennt voneinander. So, Antwort auf Nachricht, wenig Vorräte, übersetzt aus dem Shellash. Solan, ja, mir ist die Vorratssituation bewusst. Die Vorräte, die für den Widerstand bestimmt waren, mussten im letzten Augenblick umdisponiert werden. Daher haben wir sie erhalten. Wir bekommen die nächste Lieferung. Ich kümmere mich persönlich darum. Na gut, klingt total wichtig. Hey, Sida, Entdecker! Das ist alles, was wir haben. Vertrauen Sie mir. Es wird funktionieren. Sobald Sie es anschalten, wird Ihnen das Ganze... Ich habe gehört, Sie hätten ein äußerst beeindruckendes Fahrzeug. Ja, wir nennen es den Nomad. Ich bin selbst ein leidlich guter Mechaniker. Ich baue Fahrzeuge für meine Leute. Laden Sie diesen Bauplan für Ihren Mechaniker hoch. Verbunden mit meinen besten Wünschen. Sobald Sie die benötigten Komponenten gefunden haben, kann er damit den Schild Ihres Fahrzeugs verbessern. Oh, das klingt doch gut. Vielen Dank. Das finde ich großartig. Ich sorge dafür, dass er ihn sicher ansieht. Danke. Gerne, Mensch. Sie finden einen Teil der benötigten Dinge hier auf Volt. Den Rest müssen Sie sich da draußen zusammensuchen. Da bin ich ja mal gespannt. Nomad-Schildherstellung. Ah, die können wir nicht scannen hier, die Fahrzeuge. Schade. Wir sollten da draußen sein und nach Marshall suchen. Marshall ist tot. Du hast die Explosion doch gesehen. Ja, die Explosion, die Marshall ausgelöst hat. Sie wird genau gewusst haben, wie sie sich davor schützen kann. Wir könnten einen Trupp zusammenstellen und wieder da rausgehen. Vielleicht mit Harif und Eshgar? Sei doch nicht so dumm, Hannah. Bitte. Sei wütend, traurig, zornig. Aber bitte, vergiss diesen Plan. Hier ist offenbar nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, aber das war ja zu erwarten. So, ich würde sagen, das nehmen wir gerne mit. Ein Meditationskristall. Okay. Was kann man damit machen? Es sind in Gebieten zu finden, in denen sich Angara aufhalten. Die sind außerdem bei blablabla. Ein filigraner Kristall, der in Kombination mit angaranischer Technologie ein elektromagnetisches Feld erzeugt. Das Feld wirkt sich auf Angara beruhigend aus, hat aber auch andere Anwendungsmöglichkeiten. Okay. Ja, damit. Gut, weiter geht's. Mal schauen, ob wir dann demnächst auch mal jemanden finden, mit dem wir sprechen können. Der hier was zu sagen hat. Alles her, alles her. Oh, eine Angara-Panzerung, das ist natürlich cool. Ich habe von dem Kettenhinterhalt gehört. Ist Alda in Ordnung? Es geht ihr gut. Alda hat schon Schlimmeres durchgemacht. So, wir schauen mal kurz auf die Karte. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier nach rechts und dann, ja, denn hier ist die eigentliche Hauptmission. Also wir gehen erstmal nach rechts. Sie war bei Solveth dabei. So, schauen wir uns erstmal kurz hier drüben um. Das ist auf jeden Fall auch ein kleineres Gebiet. Oh, was hackt denn hier jetzt so? Hackt, leckt, Mann. Hacken und lecken, ja, ja. Da kommt dann Hackt bei raus. So, was haben wir denn hier Interessantes? Hast du das von dem Menschen nicht gehört? Ist mitten auf Aya gelandet. Hallo, das bin ich. Nein. Hoffentlich haben sie sich um ihn gekümmert. Ich bin der Mensch. Pathfinder und kämpft für uns. Etwas mehr Respekt, ja? Jor und der Pathfinder. Keine Sorge. Sie haben sich um mich gekümmert. Ja, also wir sind im Lazarett gelandet. Gut zu wissen, hier wird es doch bestimmt mal auch irgendjemanden... Stimulanz. Aha. Ich habe Kichari und Summer. Alles andere ist uns ausgegangen. Hier wird es doch sicherlich auch einen Arzt geben, genau das wollte ich sagen. Hey. Ja, was ist? Sie sind dieses Alien, von dem alle über Funk reden, oder? Warum stehen Sie hier rum? Ich will helfen. Sollten Sie sich nicht mit dem Commander unterhalten? Ich bin Pathfinder Rider von der Andromeda-Initiative. Wir kommen von... Ja, ganz toll. Sie kommen von weit her. Haben die Ärzte in Ihrer Heimat zufällig magische Heilkräfte? Nicht mehr als Sie, nein. Dann ist es mir im Moment herzlich egal, woher Sie kommen. Warten Sie da drüben. Der Commander sagte, das Alien wollte uns helfen und wir brauchen Hilfe. Vielleicht mit den Notfalllagern? Was für Notfalllager? Wir sind hier in einem Kriegsgebiet. Das heißt, wir müssen jederzeit mit Kettangriffen rechnen. Und falls jemand verwundet wird, sollte er möglichst irgendwo in der Nähe ein Lager mit medizinischen Notfallvorräten vorfinden.
Sie sind zwar kein Ersatz für eine vernünftige Behandlung, aber sie helfen einem so lange zu überleben, bis man sie erhält. Das Problem ist, dass die Lager im Moment leer sind. Wir sind unterbesetzt, weshalb noch niemand da draußen war, um die Vorräte wieder aufzufüllen. Dann machen wir das, würde ich sagen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich helfe Ihnen, so gut ich kann. Die Vorratskisten sind an der Wand dort drüben gestapelt. Informationen, wo die Lager zu finden sind, liegen Ihnen bei. Haben Sie ein Fahrzeug? Natürlich. Gut, machen Sie sich auf den Weg. Immer gern. Und schön, dass du dich so artig bedankst für die Hilfe. Bericht Estraya. Übersetzt aus dem Chalash. Olisk. Wir haben ein Shuttle mit genügend medizinischem Material für den Zyklus geschickt. Ist es bei Ihnen angekommen? Unser Verfolgungssignal ist ausgefallen, nachdem wir die Vorräte am Übergabeort abgeworfen haben. Bitte lassen Sie uns wissen, dass Sie die Sachen sicher erhalten haben. Eine doppelte? Wie es aussieht, gibt es einige Vorräte, die den Widerstand nie erreichen. Für die Ausrüstung ist Olisk verantwortlich. Wir sollten uns mit ihm unterhalten. Wenn wir ihn sehen, machen wir das. Logs der Kette-Überwachung, übersetzt aus dem Chalash, an Commander Doak Sale von Geheimdienstoffizier Kars. Transkription wie gewünscht. Beginn des Logs. Bei den Sternen, Zeke, sehen Sie! Ich hab's Ihnen doch gesagt, ich interessiere mich nicht für Ihre Sammel... Nein, die Cat-Basis! Scott, das ist ein großes Schiff! Sie sind das... Sieht nach einem Jäger aus. Sie bringen mehr Truppen, größere Waffen. Das ist nicht gut. Ich gehe zu Kars. Sie beobachten weiter. Protokollieren Sie alles. Okay, Sie haben also ein Catschiff gesehen. Grandios. Hey, Micey. Joel, bist du zu uns zurückgekommen? Nur vorübergehend. Dann sind das wohl diese Fremden, von denen ich so viel gehört habe. Wissen Sie, wenn Joel nicht wäre, würde ich sie vielleicht töten. Das ist meine Freundin Micey. Sie hilft bei der Versorgung des Widerstands. Das ist hier draußen bestimmt nicht leicht. Joel ist der Mutige von uns. Deswegen wollte ich Joel mitnehmen. Genau damit sowas nicht passiert, dass mich jemand einfach umbringt. Hier sind überall Cat. Wie kommen Sie da an Vorräte? Auf demselben Weg, den wir genommen haben. Wut ist voller Höhen und verborgener Pfade. Es ist schwierig reinzufliegen. Darum bringen meine Kinder die meisten Dinge nach und nach hierher. Ihre Kinder? Sie sind aufgrund ihrer Größe für die Cat schwer zu entdecken. Wir alle tun, was wir können. Auch die Kinder. Das klingt nach Einsatz. Verkaufen Sie irgendetwas, das wir brauchen könnten. Ich habe so gut wie nichts mehr übrig. Und das, was ich noch habe, werden wir selbst brauchen, wenn wir gegen die Cat eine Chance haben wollen. Wenn Sie die Cat-Station auf der südlichen Straße räumen, könnte ich vielleicht mehr herbringen. Und etwas für Sie zurücklegen. Klingt nach einer neuen Mission für uns. Was halten Sie von Aphra? Nicht alle denken gut von ihm. Aber sein Plan ist kühn und der Widerstand ist wichtig. Ich werde tun, was ich kann, um ihm zu helfen. Bis ich es irgendwann nicht mehr kann. Viel Glück und passen Sie auf sich auf. Passen Sie auf, dass Sie Joel wohlbehalten zu uns zurückbringen. Ich werde es versuchen. So, Macy, wir sehen dich übrigens überhaupt nicht da, wenn du so im Schatten stehst. Aber gut, was das. Eskal, den sollten wir auch noch sprechen. Wenn Sie ärztliche Hilfe brauchen, müssen Sie warten. Gerade ist eine Patrouille angekommen und um die muss ich mich kümmern. Hatten Sie da draußen einen Zusammenstoß? Die Cat werden mutiger. Eine Gruppe von ihnen hat letzte Nacht unsere Patrouille angegriffen. Unsere Leute kamen ohne größere Probleme davon, aber ich muss sie trotzdem untersuchen. Es ist warm hier drin. Die Strahler funktionieren ziemlich gut. Wir benutzen sie nicht wegen der Wärme. Sie erzeugen künstliches Sonnenlicht, damit wir nicht verlöschen. Was meinen Sie mit verlöschen? Richtig, das können Sie ja nicht wissen. Unsere Körper erzeugen Energie aus Sonnenlicht. Wenn wir nicht genug davon bekommen, geht unser Immunsystem in die Knie und unsere Bioenergie verlangsamt sich. Wir verlöschen. Ihr betreibt Photosynthese? Das ist ja geil. Es ist sicher hart, an einem Ort wie diesem zu leben. Es ist nicht ganz einfach, trotz Kälte und ohne Sonne für Moral zu sorgen. Die meisten von uns kommen von Aya oder Haval. Es ist also eine große Umstellung. Das Immunsystem lässt nach, die Leute werden krank. Aber wenn die Zivilisten in den Siedlungen hier leben können, ohne sich zu beschweren, dann schaffen wir das auch. Ich komme wieder, wenn ich etwas benötige.
Ich werde hier sein. Da wird er bestimmt drauf warten, dass wir wiederkommen und was benötigen. Das Datenpad habe ich noch nicht gelesen. Odisk? Doch, das war das mit dem Zyklus. Ja, ja, bla bla bla. Okay, haben wir schon. Das zeigt es bloß weiterhin an. So, hier ist noch was zum Sammeln für uns. Beklauen wir die armen Leute doch mal einfach. Warum auch nicht? Kann man doch mal einfach machen. Achso, das war der Doktor. So, noch irgendjemand? Angaranische Priesterin. Willkommen. Sie sind der Pathfinder, nicht wahr? Ich bin Roshwa Lin. Diese Symbole an der Wand. Was ist das? Meine Leute ziehen sich hierhin zurück, um zu beten. Und ich erteile Ihnen den Segen. Möchten Sie einen? Ich bin mit Ihrem Glauben nicht wirklich vertraut. Ebenso wenig wie mit allem anderen, nehme ich an. Aber das macht nichts. Der Segen ist einfach ein Zeichen des Wohlwollens. Dann nehme ich ihn gerne an. Wieso üben Sie Ihre Religion nicht öffentlich aus? Jenen, die als Sklaven der Kett leben, ist es verboten, ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen. Wir ehren ihre Isolation, indem auch wir ihn im Privaten ausüben. Glaube ist dann am stärksten, wenn niemand ihn sieht. Es wäre mir eine Ehre. Ich schenke Ihnen Stärke und Mut. Aber möge Ihr Herz dennoch rein sein. Wie wird man eine Priesterin? Indem man durch ein tiefes Tal geht. Nur jene, die die Dunkelheit kennen, können andere ins Licht führen. Ich spreche regelmäßig zu denjenigen, die meiner Führung bedürfen. Sie tragen meine Worte in ihre Familien, damit sie alle die Stärke finden, nach der einst auch ich gesucht habe. Woran glauben Sie? An die nie endende Entwicklung einer Seele, die innerhalb einer Familie wiedergeboren wird. Eine rechtschaffende Tat in diesem Leben führt zur Erleuchtung im nächsten. Und damit zu einer stärkeren Dynastie. Okay, also eine Abart von Buddhismus sozusagen. Bloß, dass die Seelen automatisch innerhalb der eigenen Familie wiedergeboren werden. Auch interessant. Das ist so eine Mischung aus Buddhismus und Stammeskult im afrikanischen Raum, kann das sein? Finde ich cool, die Idee. Zu den neuen Besuchern, übersetzt aus dem Shilash. Ich habe von den neuen Besuchern auf Aya gehört. Muss ich Sie daran erinnern, was letztes Mal passiert ist, als diese Spezies eine unserer Welten kontaktiert hat? Kazara ist nur wegen Ihnen eine Kloake. Sie und Ephra hören sicher jede Menge Meinungen von beiden Seiten. Ich vertraue darauf, dass Sie die richtige Entscheidung treffen. Anjik, Aya und Volt dürfen nicht von diesen Dingern überlaufen werden. Achso, Anjik war der Name. Okay. Aya und Volt dürfen nicht von diesen Dingern überlaufen werden. Und ich traue diesem sogenannten Pathfinder keinen Deut mehr als dem Rest dieser Bande. Jägerpilot Vesh Naran. Übersetzt aus dem Shilash. Vesh Naran erstattet Bericht. Ich habe diese Woche überraschende Neuigkeiten erfahren. Offenbar hat der menschliche Pathfinder das Gewölbe auf Eos aktiviert. Die Neuankömmlinge besiedeln jetzt die Oberfläche. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, Commander. Es beunruhigt mich. Ein Besucher aus dem Orkusnebel kann auf Technologie zurückgreifen, die uns seit Jahrhunderten verschlossen ist? Was hat das zu bedeuten? Die Geschichte lehrt uns, was geschieht, wenn Fremde mehr Macht haben als wir. Ich entschuldige mich, wenn meine Anmerkungen unangebracht sind. Ich denke nur laut nach. Ich vertraue auf Ihr Urteil in allen Dingen, Commander. Ich kann das Misstrauen verstehen. So, damit begeben wir uns mal in den anderen Zweig der Höhle. Und dort dürfte die Mission ja ein Stück weiter vorangetrieben werden. Ja, die Gespräche lassen wir jetzt mal außen vor. Das müssen wir jetzt einfach mal so hinnehmen. Schön, Sie wiederzusehen, Commander Dozier. Und Sie, Jol. Ist das das Alien, von dem Sie glauben, dass es uns helfen kann? Ja, das ist Ryder von der Andromeda-Initiative. Ich bin Anjik Dozier. Merken Sie sich den Namen, denn wenn Sie uns hintergehen, werde ich Sie persönlich töten. Und seien Sie versichert, dass das, was ich dann mit Ihnen mache, die Sterne dazu bringen wird, Ihr Gesicht abzuwenden und zu verlöschen. Ich habe nicht vor, Sie zu hintergehen. Sie können sagen, was Sie wollen. Es ist die Tat, die die wahren Absichten enthüllt. Wenn Sie sich beweisen wollen, werden Sie ein Verbündeter in unserem Kampf gegen die Kett. Trotz all unserer Bemühungen bleibt Ihre stetig wachsende Truppenzahl eine Bedrohung für unser Volk.
Reden Sie mit unseren Beobachtungsposten, die das Tal überwachen. Sie wissen, wo die Not am größten ist. Joel, behalten Sie sie im Auge und seien Sie vorsichtig, mein Freund. Das bin ich immer. Ich finde irgendwie lustig, wie er mit seinem leuchtenden Monokel da rumrennt, dass es so ein bisschen wie so ein Pirat aussieht auch. So, was haben wir denn da? Angaranische Methylationskristalle und Nachspulenfasern. Immer her damit. Ich sammle alles ein. Ich finde es immer wieder schön, wie wir skrupellos alle beklauen hier. Sprechen wir nochmal mit dir. Ich bin beschäftigt. Entschuldigung. Dann eben nicht. Ich dachte nur, dass du vielleicht auch ein bisschen Austausch willst, aber okay. Musst du auch nicht, also ist auch in Ordnung, wenn du nicht willst. Kettüberwachung, Woche 42, Novoa Fev. Schichtwechsel, Kettüberanführer, bla bla. Betritt das Lager, kommt von der Position. Ach, ist nichts Spannendes, glaube ich. Ich mache das mal kurz der Vollständigkeit da hier mit auf, aber ich glaube, das ist nicht sonderlich interessant für uns. So, reicht. Schauen wir mal, ob wir hier noch jemanden zum Reden finden. Ah, Olesk, mit dir müssen wir sprechen. Pathfinder, kann ich etwas für Sie tun? In der Tat. Sind Sie der Ausrüstungsoffizier? Ich habe gehört, es gäbe Probleme mit Ihren Vorräten. Was für ein Unsinn. Ich weiß ja nicht, was genau Sie gehört haben, aber alles läuft bestens. Oh, ich glaube, da lügt jemand ganz gewaltig. Ihre Nachrichten besagen etwas anderes. Sie haben seit Wochen keine Lieferung mehr erhalten. Diese Datenpads waren verschlüsselt. Wie haben Sie... Diese Informationen dürfen nicht nach außen dringen. Niemand weiß, dass keine Lieferungen mehr eintreffen. Wenn sich das rumspricht, wird die Moral drastisch sinken. Ich muss der Sache unauffällig nachgehen. Haben Sie irgendwelche Spuren? Nicht viele. Die Vorräte erreichen zwar den Planeten, aber nicht unsere Basis. Die naheliegende Antwort sind die Cat. Sabotage ist genau ihr Stil. Wir haben den Übergabeort schon gewechselt, aber das hat nichts gebracht. Ich kann niemanden losschicken, um der Sache nachzugehen, ohne dass sich das rumspricht. Aber ich fürchte, letzten Endes wird es sich nicht vermeiden lassen. Und wie wäre es, wenn wir das letzte Stück an Transport übernehmen, wenn wir jetzt sowieso schon mal hier sind? Na gut, seien Sie einfach ehrlich. Wir überprüfen das für ihn. Ich kann mir den Übergabeort gerne mal ansehen. Dann wird auch keine Unruhe aufkommen. Ich kann keine offizielle Suchaktion genehmigen. Aber ich kann sie auch nicht davon abhalten, eigene Nachforschungen anzustellen. Der NAV-Punkt des letzten Übergabeortes ist in meiner persönlichen Konsole gespeichert. Und Sie scheinen sich ja mit Entschlüsselungen auszukennen. Insofern überlasse ich alles andere Ihnen. Oh, mach's mir bloß nicht so einfach, na danke. Okay, das Ausrüstungsterminal, wenn ich herausfinde, wo es ist, ist es das hier. Mein Freund! Willkommen zu Hause! Entschlüsselung abgeschlossen, Pathfinder. Ich aktualisiere Ihr NAV-System mit dem Übergabeort der Vorräte. Okay, das war ja doch einfacher als gedacht. Was war das? Achso! Vetra ist bloß hochgehüpft. Da mache ich doch mal mit. So, das sammeln wir noch ein. Dann schauen wir mal kurz auf die Karte, wie es hier aussieht. Okay, hier hinten geht's irgendwie durch. Aber ich glaube, wir müssen eher hier lang, oder? Wir schauen mal. Will das Spiel noch? Ja, danke. Sehr schön. Ah ja, hier drüben geht es doch noch ein bisschen weiter. Da finden wir auch noch ein paar Sachen. Übersetzt aus dem Schleisch Olesk. Ich war mit einer Gruppe beim Übergabeort, aber als wir ankamen, war alles weg. Unser Kontakt war verschwunden. Im Schnee waren Spuren von Aktivität zu sehen. Mehrere Personen, die Cat vielleicht. Ich behalte das für mich, bis sie es geklärt haben. Sie besagen alle dasselbe. Dem Widerstand fehlen Vorräte. Ärgerlich, ärgerlich. Bitte komm nach Hause, übersetzt aus dem Schlesch. Liebe Tarva, bitte komm zurück nach Aya. Ich weiß, du wirst für uns kämpfen, aber wir brauchen dich hier auch. Deine Kinder vermissen dich. Du willst eine Welt aufbauen, in der sie die Cat nicht fürchten müssen. Aber ist das wirklich besser, als ihre Mutter nicht zu kennen? Ich weiß, du hast deine Entscheidung getroffen, aber ich flehe dich an, es dir noch einmal zu überlegen. Bitte, denk daran, wie es mit deinem eigenen Vater war und wie sich das angefühlt hat. Liebe deine Mutter. Ja, ja. Da muss man auch mal dran denken, wenn man irgendwo in den Kampf zieht, dass man vielleicht auch jemanden zurücklässt, der durchaus
dadurch gebrochen werden kann, wenn man selbst verunglückt oder was auch immer passiert mag dabei. Komme ich hier noch irgendwie durch? Nee, ne? Ich glaube, durch das Eis kommen wir nicht. Nee, sieht nicht so aus. Gut, dann lass uns mal darüber gehen.